Willkommen zurück, Freunde, zu Super Mario Odyssey im Retro-Look, der offenbar nicht retro genug ist für den einen Toad hier, der unbedingt Retro sehen will, aber dann noch nicht zufrieden ist. Naja, geht's hier weiter. Und, Pilzpalast Haupteingang, mal gucken, was jetzt abgeht. Mario, wo war Neuigkeiten? Prinzessin Peach ist schon wieder verschwunden. Ernsthaft? Denn ihren Koffer gepackt ist mit einem sehr glücklichen Gesichtsausdruck einfach von dannen. Wir können sie nirgends finden, wo kann sie nur sein? Vermutlich nicht hier. Die armen Bewohner, ey, Peach verschwinden einfach immer. Ich meine, was willst du denn noch groß? Alter, ernsthaft? Hab schon überall gesucht. Wir haben das ganze Königreich abgesucht, Mann. Sag mal, kann ich hier vielleicht ein bisschen... Wenn man Kamera war... Ich kann dummerweise nicht nach oben zoomen. Du. Hast du sie gesehen? Nein, ich habe sie nicht gesehen. Kunst. Du. Ja, die gute Peach, die ist einfach verschwunden. Das gibt's doch nicht. Toadette. Jo, Mario, bist du da mein Abenteuer unterwegs? Wie wunderbar! Abgeschlossen. Du. Hä? Du. Ah, sehr schön, sehen wir die ganzen. Alter. ...104 Powermonde gibt es hier. Okay, Peach ist also abgehauen. Tiara ist auch verschwunden. Okay, dann haben wir eine Vermutung, wo sie ist. Aber ganz ehrlich, kann ich euer Ernst, dass ich jetzt hier erstmal alle Powermonde 53 noch irgendwie suchen muss, weil ich weiter kann. Weil natürlich Tiara auch verschwunden ist, aber keine Ahnung, wo sie sind. Okay, ja, viele Powermonde. Manchmal ein bisschen zu viele. Glaubt's überhaupt? Okay. Hä? Wieso ist denn das gemeint, dass dann irgendwie andere Bräute, damit ich hier weiter kann? Verwirrend. Was hat die Gesamtanzahl war? So, Mondland, genau. Ich will ins Hutland. Denn ich könnte natürlich vorstellen, dass Peach dort ist. Im Sinne davon, dass Peach ich dachte, ja komm, bringt Tiara nach Hause. Wäre doch mal eine Option. 200 Powermonde. Ja, es fehlen noch 797. Denn es gibt insgesamt 999 Powermonde. Angeblich. Und offenbar, keine Ahnung. Seht ihr das mal an? Fühlst du das auch, als wäre eine Quelle konzentrierter Energie irgendwo? Da müssen wir uns ansehen. Jo. Der? Nee. Wo könnte natürlich Peach sein? So ein Quatsch, ey. Ah. Ja gut, wäre nicht unbedingt die beste Idee, darüber zu springen, war.
Eine interessante Musik, ja, das ist es garantiert. Hey, Frösche! Quack! Quack, die Quack, 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 Squiddy! Sie haben fast alle Schiffe repariert. Das ist natürlich cool, Mann. Du. Ein Hutsymbol. Noch mehr Hüte. Was gibt es Schöneres außer Hüten? Hauptplatz! Herzlich willkommen! In den Paumond! Ja, Mann! Squiddy! Das sind die gelben Shopping in Zylindrien. Zylindrien, das ist natürlich auch ein schöner Name. Und Cappy bleibt bei uns, der hat keinen Bock, irgendwo anders hinzugehen. So, und das hier? Hinweiskunst. Das ist doch vielleicht der Mond, ist, war doch bei diesem blauen, kann man so sein, so Gebäude vielleicht. Peach? Mario, ich freue mich zu sehen, dass du im Reisen noch nicht die Nase voll hast. Tiago und ich haben uns beschlossen, auf Weltreise zu gehen und deine Volk zu informieren. Es ist bestimmt großartig, alle Länder mal in Ruhe zu bereiten, die wir zuvor in aller Eile abgekapert hatten. Tiago mir erzählt, wie toll sie es findet, dass die Schiffe in ihrer Heimat wie Hüte aussehen. Das Panorama ist atemberaubend. Die Wunder sind ja so freundlich, sie haben mir einen Mond geschenkt, aber du kannst ihn gerne haben. Danke, Peach im Hutland. Ja, dann folgt mal zu sorgen. Fang einfach mal nach, wa? Du bleibst einfach hier stehen, oder was? Der Sonne-Aalen. Okay, wenn halt... Ich kann ihrer Stelle mal ihr Volk informieren, dass Peach verschwunden ist, nicht wahr? Weil sie macht sie offenbar nicht. Paragumbas. Wie lange können die wohl fliegen? Das ist eine gute Preisfrage. Da gibt es überall Paragumbas. Sehr gut. Was hat jetzt damit auf sich? Mein Gott, das ist die Power des Tesseracts! Bis zur Unendlichkeit! Oder ist es vielleicht doch eher... Verdammt, wie ist das Teil schon in der bei Transformers? Der Allspark, genau! Balabini! Aha, so will man die ganzen restlichen 999 noch voll kriegen. Oder bis halt soweit ist. Wenn du nicht meinst, geht natürlich auch, hä? Chappy! Nee, Cappy! Oh,
Mond, das jetzt irgendwie ein neuer Mond war. Wir werden es nie herausfinden. Naja. So. Überall sind neue erschienen. Ja, ist das nicht krass? Man macht sich immer nass. Ist das also die geheime Funktion dieser Blöcke, war? Neue Monde erscheinen zu lassen. Gut, ich meine, ja. Ich gehe jetzt mal, also ich denke mir jetzt mal so. Ich war ja jetzt vom eigentlichen Spiel, vom Hauptspiel jetzt nicht so begeistert, was die. Ja, was Story unbedingt betrifft. Abwechslungsreich ist und spannend ist, etc., etc. Jetzt Postgaming, vor allem Pilzkönigreich, fand ich eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Sehr geil. Haben wir soweit auch. Vor allem die Bosskämpfe natürlich auch ein bisschen herausfordernder. Und dann so die Botschaft, ja, Peach ist verschwunden und jetzt sie so mit Weltreise, hatte man so, ja, vielleicht hat er irgendwie einen Auftritt für Bowser, ein neuer Feind, das irgendwie das Ganze ein bisschen, ja, weiß auch nicht, noch ein bisschen weiter ausbauen könnte. Es wäre ja theoretisch eine Option gewesen, wa? Und jetzt einfach so, ja, du reist doch im Munde, kriegt man offenbar jetzt auch diese Tesserakte. Ja, weiß auch nicht, da ist halt, einfach ein bisschen zu simpel oder zu einfach, keine Ahnung. Wenn ob jetzt die Monde deswegen, die restlichen Monde schwieriger sind oder so, das ist einfach noch ein riesiger Sammelfaktor. Der für mich persönlich, wenn ich sagen muss, ja gut, ich brauche 999 von diesen Dingern, muss ich persönlich sagen, wäre für mich ein bisschen Frust, die da jetzt echt alle noch zu holen, aber natürlich auch ein bisschen abhängig vom jeweiligen Charakter, aber. Und vor allem vom Spieler, wohlgemerkt. Was? Komm schon! Kann ja nicht sein! Nein, geht auch so. Da komme ich jetzt so nicht hoch. Vielleicht klappt es ja so. Fassi so. Vierte, der fünfte ist da drüben. Nein! Also, super. Da geht es ja auch anders, aber da kann man zum fünften noch einfach rüber. Ja, eindeutig. Und der Mond erscheint. Da. Da, da, da. Da, da, da. Suche im Froschteich. Quack. Tschüss. So viele neue Paumunden also erschienen, wa? Na gut, der war halt schon. Ist der neu? Oder mit Perol gewaschen? Persil natürlich. Ich kann springen! Nein, es geht nicht! Dann hole ich mir erstmal den Hauptstern und dann den Rest. Oh yeah. Was heißt hier Stern? Es ist natürlich ein Powermond. Das ist doch sonnenklar. Yeah. Ausdauer rollen.
Aber auch hier jetzt, es sind natürlich neue Monde erschienen, neue Rätsel, alles klar, aber es ist ja trotzdem das eigentlich alte Prinzip und ob es jetzt viel schwieriger ist, ist es eigentlich nicht geworden, war. Ich erinnere mich an diesen Ort. Nein, nein, nein! Oh, Schweingarde, hast 100 Gold. Präzisionsrollen. Nase juckt schon wieder, nicht jetzt. Doch jetzt. Den Mond habe ich ja eigentlich, war, da muss ich. Gut. Wir machen das Level noch fertig. Entweder machen wir das Level fertig oder es macht uns fertig und meine Stimme auch. Meine Stimme ist fertig. Ja, sie ist so fertig. Und im Geiste bin ich auch schon längst fertig. Und meine Münzen nehmen zu. Rock'n'Roll! So. Jetzt haben wir eigentlich eine coole Karte, wo aufgezeichnet sein müsste, wo es noch weitere Monde gibt. Da drüben zum Beispiel noch einer, okay. Weil mir natürlich gerade die Frage stelle, ist jetzt das grundsätzlich jetzt auf jeder Welt, wo ich jetzt da... Also, ich muss es anders formulieren. Ich sehe jetzt, wo jetzt die Monde sind auf der Karte. Es ist natürlich für mich persönlich gerade die Frage, ist jetzt generell so, dass ich jetzt alle restlichen Monde jetzt noch sehe? Oder sehe ich jetzt nur diejenigen Monde, die durch den Kubus hinzugekommen sind? Das weiß ich nämlich nicht. Nein, denn ich habe eine Gicht. Bleib stehen, Geistervogel! Flatterhaft im Nebel. Ich würde mal sagen, diese Folge sich noch hier ein bisschen restliche Paumone suchen und so. Schwein gehabt. Das wäre beinahe schiefgegangen. Also schiefgegangen natürlich im übertragenen Sinne. So. Ich glaube, eigentlich sind einfach die neuen Monde erschienen sind. Ich bin Paragumba. Hallo. Vielleicht hier noch einen geben, was? Muss ich neu machen? Blöde Frage, wa? Das ist so ein Teil, wo muss ich mitmachen? Am Hut drehen, Preis gewinnen. Au. Dankeschön.
Ich meine, ist ja auch sehr freundlich von diesem Schreckgespenst, wie ich es natürlich liebevoll formuliere. Dann plötzlich wieder hier, geil. Von dieser Vogelscheuche. Dass man auch mal voll die Vogel scheucht. Okay, warte, ein paar Gumbas, die sich fürchtet. Aber dass ich nicht mal eine Rückmöglichkeit habe, natürlich jetzt sehr nice. So. Tic-Tac-Turnier 2. Eieiei. Gut, weißt du, für uns ist nächste Frage. Party ist wieder gleich vorbei. Ich würde sagen, wow. Ich würde sagen, ich hole jetzt mal ganz kurz noch den letzten Mond für heute mit einem Paragumba. Müssen wir eigentlich jetzt irgendwo hier auf die Schnelle finden? Ich hoffe es zumindest. Wenn nicht, dann halt Pech gehabt. Da oben ist doch einer. Mit Zylinder sogar, wie geil ist das bitte? So. Genau. Wer hat Angst vor einem bösen Paragumba? Chapeau-Blockade! Brauchst keine Angst zu haben, ich bin der Held, der jedem gefällt. So, Freunde, in diesem Sinne würde ich sagen, mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Nächster Part werde ich dann nochmal die restlichen Monde hier in diesem Level suchen, die sich jetzt aufgetan haben. Dann werden wir, glaube ich, noch in die restlichen Welten gehen, vielleicht sogar noch die restlichen Blöcke alle freischalten. Und dann muss ich auch gucken, was auch neu ist im Spiel, weil ansonsten würde ich sagen, war es das eigentlich mit dem Let's Play? Weil, ja, mir geht es eigentlich hier vor allem echt darum, das, was spannend ist, also das Neues zu entdecken und aber alle Monde zu suchen, haben wir jetzt keinen Bock drauf. Ich glaube, mache das mal offscreen, werde dann am Schluss noch einen Spezialpaar noch den letzten Mond zeigen, wirklich den allerletzten und dann vielleicht kriegen wir noch irgendwas im Spiel dazu, vielleicht etwas ganz Spezielles oder so, keine Ahnung. Was noch lohnen würde zum Zeigen, aber ich meine, so ein Let's Play, wenn es einfach nur darum geht, ja, ich zeige noch alle Monde, so, bei 999 dauert das ein bisschen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust drauf, dass es lange dauern würde. Aber egal, das ist Zukunftsmusik, bis dahin kann noch viel passieren. Und daher, was ist mit dir los? Noch nicht gefunden, okay, er sucht einen Schatz. Ja, wo ist er bloß? Er vielleicht einen Holzkisten? Ich habe schon gesucht. Da gibt es ja etwas, das ich cappen könnte. Was er cappen könnte. Wenn du auch sei. Danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.